Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal der Kathi Weber Herzenssache. Ich selber bin Kathi Weber, zweifache Mama, ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg und Gründerin der Kathi Weber Herzenssache. Und ich möchte dir helfen, mit meinen Angeboten zu verstehen, was dein Kind wirklich mit seinem Verhalten sagen möchte. Eine Elternschaft zu leben ohne Belohnung und Bestrafung in Verbindung mit deinem Kind. Und hier kommt jetzt ein IGTV von meinem Instagram-Kanal. Da findest du mich unter Kathi Weber Herzenssache. Und ich habe eine Vision. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Dabei kannst du mich effektiv unterstützen in meiner Wirksamkeit. Mit einem Like, einem Kommentar und einem Abonnement meines YouTube-Kanals. Kommentiere auf jeden Fall dieses Video, welche Impulse du für dich aus diesem IGTV herausziehst. Ich freue mich drauf und sage viel Spaß. Guten Abend, willkommen zum Live. Thema starke Eltern für starke Kinder, wie du deine Grenzen erkennen kannst und dafür einstehen kannst, also sie setzen kannst. Und jetzt trudeln hier die ersten ein. Maike, du bist Number One heute Abend. Maike hat mir gerade schon geschrieben, dass wir sie mit unserem Pläuschen durch die Umzugspackerei heute begleiten werden. Freut mich, dass wir auf diese Weise helfen können beim Umzug. Ich bin heute mit jemandem zusammen hier und ich glaube, ihr kennt sie alle. Ich hoffe, ihr kennt sie alle, denn in der gewaltfreien Kommunikation gibt es ja kein Müssen. Doch ich würde sagen, diese Dame ist auf jeden Fall ein Muss, eine geeignete Unterstützung in der Elternschaft für vor allen Dingen auch den Selbstwert der Kinder, wobei ich mir sie vor allen Dingen für heute Abend ausgesucht habe, weil das ja ganz viel damit zu tun hat. Wer die aktuelle Podcast-Folge mit Laura Marlina Seiler gehört hat, da spreche ich ja mit Laura darüber. Wir rollen gleich den roten Teppich aus, wenn ganz viele da sind, für unsere Gästin heute. Hallo Elinor! Natürlich wird das live gespeichert, wie alle Lives von mir, es sei denn, es verlässt mich einfach alles. Was heute Abend tatsächlich passieren könnte, wobei unsere Gästin dafür sorgen wird, dass es nicht passiert. Ich hatte heute, war zu Gast beim Elternsprechtag in der Schule meines Sohnes und genau. Ich glaube, dieser Gesichtsausdruck trifft es ganz gut, was da so los war. Passt auch zum Thema Grenzen jetzt auf jeden Fall. Ich würde sagen, es sind doch schon einige da. Begrüßen wir ganz herzlich heute Abend unsere Gästin, die liebe Mira. Wir rollen den roten Kugeln alle einmal und sagen, willkommen Mira! Ja, jetzt trudelt sie gleich ein. Da ist sie! Hallo? Na, du Schneckchen? Na? Ich hoffe, deine Stimmung ist besser als meine. Ja. Schön, das freut mich sehr. Gestern war ich richtig, richtig scheiße drauf. Heute habe ich gesehen? Nicht. Ja, es gibt so Tage, ne? Ich war, bis vor kurzem war ich auch noch richtig gut drauf. Nur das lief heute bei dem Elternsprechtag alles andere, als wie das so geplant war. Nun denn, ne? Ich werde mich schon wieder abregen. Und das passt auch total gut zu unserem Thema heute, Mira. Nur bevor wir da jetzt tiefer eintauchen, vielen Dank vor allen Dingen für deine Bereitschaft. Und ich werde auch am Ende verraten, dass du demnächst schon ganz bald wieder zu Gast sein wirst, weil das Thema ja zwei Seiten hat. Das Thema Selbstwert, das Bedürfnis Selbstwert und Grenzen gehören dazu. Mira, du bist ja für mich der Teil, der genau das macht, was ich nicht kann. Ja. Hilft allen Eltern, also die Kinder zu erreichen mit ihrer Arbeit. Erzähl doch mal für alle, die dich nicht kennen, wobei das, glaube ich, vielleicht nur zwei, drei Leutchen sein werden. Du fasst das immer so nett zusammen. Was finden wir bei dir? Ja, bei mir findet ihr unter anderem einen Podcast für Kinder, in dem ich versuche, alles, was du da erzählst und auch noch andere Sachen kindgerecht zu verpacken, auf eine ziemlich unterhaltsame, lustige Art und Weise, glaube ich. Kann ich bestätigen, ja. Wir haben zum Beispiel die Grundpfeiler der GfK haben wir in das Streiti-Teiti-Spiel übersetzt. Ich fand, dass dir das gefallen hat. Also wir haben Podcasts, wir haben aber auch Bücher für Kinder, alle möglichen Kinder-Content-Sachen zum Thema. Ich nenne es jetzt einfach mal irgendwie so, weil das so ein trendy Begriff ist, Persönlichkeitsentwicklung auch ein Stück weit für Kinder.
Ja, warum nicht? Können wir ja auch schon rechtzeitig mit anfangen, ne? Ja, voller Umgang für Familien und so, all das findest du bei mir. Ja, ich habe heute in der Mittagsruhe mit meiner Tochter die Folge gehört, die letzte von der aktuellen Staffel, wo ja auch Gundi zu Gast war. Also, Also ich, genau. Gundi die Giraffe. Ich habe nur Artenspiel mein Ein Podcast. Ich habe nur meinen Einsatz verpennt. Ich bin eingeschlafen. Nur ich hab immer das Geilste, also es gibt für mich kein geileres Gefühl, wenn ich Mittagsruhe mache und es läuft ein Hörspiel und es läuft Mira, weil dann weiß ich, alles ist gut. Voll schön. Dann passiert nichts, verstehst du? Also nichts Schlimmes. Das, ne? Also das, da hast du recht. Ich sag das mittlerweile so ein bisschen lapidar daher, ja, ich mache halt Geschichten für Kinder und so. Weil ich glaube, ich habe mich da schon selber so ein bisschen dran gewöhnt, an dieses, ja, wir machen es ja jetzt auch schon 1,5 Jahre, wir sind jetzt schon so in diesem Ding. Auch so durch eine gewisse Reichweite gewöhnst du dich schon so dran, dass das irgendwie so ein bisschen fast schon wie bekannt ist, was da eigentlich dahinter steckt. Aber wenn du es jetzt wieder sagst, du hast recht. Also mir kommt es ja immer wieder. Mein Kleiner hört ja auch die Toni-Figuren und Benjamin und Bibi und alle so. Und ich finde es eigentlich auch so krass, weil ich will eigentlich dann auch manchmal was anmachen, um irgendwie einfach selber zu chillen. Und ich bin dann aber immer so dabei und ich denke mir so, okay, Moment, wo müsste ich mal kurz nochmal was klarstellen? Weißt du, so. Willkommen in meinem Leben, genau. Meine Tochter ist gerade völliger Benjamin Blümchen-Fan und davor war Bibi Blocksberg und wir kennen sie ja alle. Es ist ja nicht, dass die Kinder davon sterben, nur sie hören es einfach und es fließt in ihre Seele und in ihr Sein ein. Nun sind wir gerade bei einem ganz anderen Thema, Medien. Wurscht, wir kriegen auf jeden Fall die Kurve, indem wir sofort einen Cut machen. Also, das ist Mira auf jeden Fall. Da findet ihr Futter für die Seelen eurer Kinder, die von mir auf jeden Fall das Gütesiegel unglaublich wertvoll und zu 100% vertretbar bekommt. Danke. Und ich habe dich heute eingeladen, denn meine Themenwoche lautet ja starke Eltern für starke Kinder. Und es gibt einen Podcast dazu, seit Montag ist er raus, ein Gespräch mit Laura Marlina Seiler, wo wir darüber sprechen, ist Selbstwert überhaupt ein Bedürfnis? Ich beantworte die Frage auf jeden Fall mit Ja. Nur warum, darüber sprechen wir im Podcast. Und wir reißen auch kurz das Thema Grenzen und Grenzen setzen an. Und das fand ich so wertvoll, da in die Tiefe zu gehen und eben aufgrund unseres Miteinanders und auch deiner Arbeit möchte ich mich einfach mit dir darüber austauschen, weil ich weiß, dass du dazu was zu sagen hast, weil ja es so ist, starke Eltern für starke Kinder. Das heißt, wir fangen wie immer bei uns selber an. Und solange unser Selbstwert nicht einigermaßen erfüllt ist oder stark ist, wie auch immer ihr das nennen wollt, fällt das Kind so oder so in den Brunnen. Und deswegen fangen wir bei uns an, auch wenn es unangenehm ist. Und Mira, da können wir uns ja mal kurz austauschen. Wann hast du zum ersten Mal realisiert, dass du deine Grenzen vielleicht gar nicht so kennst? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe das tatsächlich relativ spät erst realisiert. Aber das lag bei mir auch daran, dass ich ja durch eine sehr, also manche wissen das, du weißt es vielleicht auch, ich glaube, du weißt es auch, dass ich auch durch eine ziemlich schwere Zeit gegangen bin so. Also ich bin eigentlich so aus der Kindheit rausgerutscht in eine ziemlich üble Jugend, kann man sagen, die sich so bis Mitte 20 gezogen hat. In dieser Zeit, alter Schwede, da habe ich mir, glaube ich, über Grenzen keine Gedanken gemacht, weil es viel essentiellere Dinge gab, die meine Psyche betrafen, die ich erstmal für mich checken musste, ja. Und natürlich hatte auch vieles davon ganz viel mit Grenzen zu tun. Grenzen, die ich nie erfahren habe, ja, die ich nie wahrnehmen konnte, niemals, ne? Und das ist natürlich deswegen auch super spannend, mit dir heute darüber zu reden, weil ich glaube, ich so, ich fand es witzig, dass du mich eingeladen hast und ich auch so, dass die Formulierung dann nochmal gelesen habe und dachte so, okay, geil, so, weil ich bin ja auch so ein Typ, ich lerne ja nicht aus Bücherwissen, sondern ich lerne ja immer durch den persönlichen Prozess. So, also wenn ich dir, egal in welchem Moment, ob mit der Freundin am Telefon, ob im Podcast, in welchen Büchern oder sonst wo, oder im privaten Umfeld, ich würde dir nie irgendwas vom Pferd erzählen, was ich irgendwo gelesen habe, sondern ich würde dir immer nur von meiner eigenen Erfahrung berichten. Deswegen fand ich das so spannend, weil ich mir dachte dann so, hey, okay, ich bin halt voll auch auf dem Weg. Also ich habe ganz, ganz viel gelernt und gleichzeitig fällt es mir immer noch teilweise ultra schwer.
umso schöner, mit dir da heute drüber zu reden, weil ich glaube, es fällt vielen von uns sehr schwer, unsere Grenzen erstmal wahrzunehmen. Und sie dazu habe ich eine Umfrage gemacht und ich war überrascht über das Ergebnis tatsächlich, weil da kam raus, die bei der Umfrage mitgemacht haben, dass die Mehrheit ihre Grenzen schon erkennen kann. Nur dann, die nächste Frage war, kannst du denn auch für deine Grenzen einstehen, sie setzen? Und da ging es halt bergab. Und ich habe das Ergebnis gefeiert, dass dann doch mehr als die Hälfte ankreuzen konnten, ich kann meine Grenze erkennen, weil das ist ein großes Thema. Und es waren ja auch jetzt irgendwie 46% so. Ne? Also es war jetzt nicht eindeutig, alle erkennen ihre Grenzen. Und doch war es mehr, als ich dachte, weil auch ich ja meinen Prozess lebe und es wird auch hoffentlich nie aufhören und auch noch lange nicht am Ende angekommen bin, auch beim Thema Grenzen für mich als Mobbing erlebte, auch ein Riesenthema, ja, einfach so. Und da war ich erstaunt darüber, dann habe ich es gefeiert und doch, glaube ich, ist es bei vielen einfach so, dass es da anfängt, es zu erkennen. Und deswegen dachte ich, die Frage, ne, wann hast du das erkannt? Und so wie du sagst, boah, das ist lange, lange nicht und sehr spät. Und ich glaube, ich habe auch spät, also was ist schon spät, nur ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich erkannt habe, dass für mich eine Grenze überschritten wurde, war mit Mitte 20. Und das hing damit zusammen mit der Beziehung zu dem Vater meines Sohnes. Und da habe ich zum ersten Mal dann im Grunde genommen die Trennung von diesem Menschen war für mich eigentlich zum ersten Mal eine richtig krass gesetzte Grenze. Ja. Ja, und dann davor vielleicht auch mal hier und da so. Nur, nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Nee, stimmt nämlich nicht. Das kam nämlich danach. Auf jeden Fall, das war für mich so eine erste richtig krass bewusst gesetzte Grenze. Ne? Es gibt ja ganz viele unbewusste Grenzen, die wir auch setzen. Und das finde ich ist, glaube ich, auch wichtig für alle, die heute dabei sind, dass sowohl Mira als auch ich hier nicht schon seit 35 Jahren unsere Grenzen kennen, weil das ja gesellschaftlich, so wie wir aufgewachsen sind, gar nicht mitgegeben wird. Ja. Voll. Voll. Und das ist auch ein Thema, also ich hatte es jetzt, jetzt erstmal ein Stück weit anderen Kontext, ich habe gestern, war das ja, super spontan Reel gemacht, super spontan. Habe ich gesehen, ja. Okay. So ein Witz Reel, weil ich mich halt übelst aufgeregt habe, wenn du halt irgendwie, ja egal, internas, Business internas, aber wenn du so merkst, so auch im Business, ja, egal, ob du jetzt Angestellte bist, ob du selbstständig bist oder sowas, ne, das begegnet dir doch hier und da auch, ne, dass du auch nicht, ja, als auch als Frau oder weiblich gelesene Person nicht unbedingt super ernst genommen wirst, auch da ein Thema. Und da bin ich zum Beispiel gerade mega drin und das feiere ich gerade extrem, weil ich im letzten Jahr so gelernt habe, für mich einzustehen und da auch ganz klar meine Grenzen zu setzen. Und da ging es auch gestern in dem Reel drum, einfach dann zu sagen, hey, ich habe als Unternehmerin in dem Fall einfach dieselben Rechte wie ein Anzugtyp, so, ich darf das erwarten, dass ich professionelle Arbeit bekomme, so, ich darf auch für mich einstehen und so. Und das ist auch ein super wichtiger Prozess und das kommt einfach Stück für Stück, egal in welchem Ding. Und so wie du sagst, gesellschaftlich, so bin ich drauf gekommen, ist es tatsächlich noch ein langer Weg, weil es so verschiedene Bereiche gibt, in denen es noch nicht gut funktioniert. Das ist zum einen, also ne, das ist zum einen in der Arbeitswelt und da nehme ich jetzt mal das Geschlecht außen vor, sondern ich sage jetzt mal generell in der Arbeitswelt, finde ich total schwierig, wie mit Grenzen umgegangen wird, in unserem System einfach. Mhm. Ja. Was auch, was weiß ich, du hattest das mal irgendwann mal gesagt, hier mit Krankmelden oder mit dem Sohn mal halt aus der Schule rauslassen, mal einen Tag, wenn er halt, ne, also ich bin ja voll bei dir, so, aber das ist ja halt gesellschaftlich halt mega verpönt. Das macht man nicht. Das machst du nicht. Wenn das hier würde. Hallo? Wenn das anfangen würde, dann wird ja gar keiner mehr zur Schule gehen. Ne? Dann lassen wir es gleich ganz bleiben. Ja. Es ist übel, ja. Oder auch im, was weiß ich, im rein körperlichen Bereich schon. Ich finde das sehr, sehr spannend. Also ich folge ja so ein paar ganz tollen Aktivistinnen hier auf Instagram und ich finde das ganz, ganz spannend, mal wirklich tief in das Thema einzutauchen, was zum Beispiel Konsens wirklich bedeutet im körperlichen Bereich und wie wir eigentlich in der Gesellschaft meiner Meinung nach flächendeckend ständig und so ungefragt Grenzen überschreiten, auch in Beziehungen meiner Meinung nach, wir das gar nicht gelernt haben, beispielsweise vor Berührung, vor einem Kuss oder so, erstmal zu erbeten, bitte. Ja. Und ich finde,
sollte Standard sein und nicht zu sagen, ja gut, ich habe dich geheiratet, also kann ich ja mal kurz, weißt du? Und das ist gerne mein Standardding mit, ich habe dich geheiratet, wir haben einen Ehevertrag, im besten oder schlechtesten Fall, das kann ja jeder selber sehen, wie es möchte. Und damit habe ich quasi unterschrieben, dass du erstens alle meine Bedürfnisse zu erfüllen hast und zweitens ich dich für alles benutzen kann. Nein. Habe ich noch in keinem Ehevertrag gelesen und es wird auch in keinem Ehegelübde gesagt. Also halten wir nochmal kurz fest, dass das Grenzen erkennen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist das A und O, wenn es darum geht, wie kann ich meine Grenzen setzen. Dafür ist ja wichtig, dass ich sie erkennen kann. Und die erste Frage, die ich gerne heute oder wo ich gerne ein paar Impulse geben möchte, woran kann ich denn erkennen, meine Grenzen erkennen, ne, wenn ich das gar nicht gelernt habe? In der gewaltfreien Kommunikation, mit der ich ja arbeite, gibt es den Wolf und die Giraffe. Und der Wolf steht eben für diese impulsiven Handlungen, unangenehme Gefühle, Bewertung, Verurteilung und so weiter. Und im Grunde genommen kannst du in jeder Situation, die für dich unangenehm ist, also wo du merkst, irgendwie dein innerer Wolf reagiert, entweder wird der ganz sauer oder du ziehst dich zurück, ja, oder du verurteilst dich auch selber. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Im Grunde genommen hat das immer schon auch was mit Grenzen zu tun. Also immer im Miteinander, ja. Weil in dem Moment etwas passiert ist, was bei dir was auslöst, wo du dich unwohl mitfühlst. Und Grenzen, es gibt nicht wirklich das Bedürfnis nach Grenzen, sondern es gibt ganz viele Bedürfnisse. Und wenn ich merke, für mich ist eine Grenze überschritten, verstecken sich dahinter unerfüllte Bedürfnisse. Also es ist ja genau die Schritte der gewaltfreien Kommunikation, du weißt das. Und die gilt es halt herauszufinden. Dafür brauchen wir unsere Gefühle, dafür brauchen wir unser Spüren. Und dann setzen wir ja schon wieder da an, wer von uns hat denn gelernt, sich zu spüren? Wer von uns hat denn gelernt, so wie du sagst, ne, alle Gefühle sind okay, weißt du? Das sage ich ja auch regelmäßig. Und manchmal habe ich den Eindruck, ich habe das irgendwie, ich brauche andere Wörter dafür. Es sind alle Gefühle okay. Alle heißt wirklich alle, auch Hass, ja, auch Stolz. Das sind Gefühle, Leute. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, diese Gefühle zu spüren. Und da gibt es natürlich ganz viele Strategien, von Meditation über Selbstempathie, über Handauflegen. Such dir irgendwas aus. Ja. Und das ist so unglaublich wertvoll, das als Erwachsene jetzt rückblickend zu erlernen, um es dann den Kindern, so wie du es auch mit deiner Arbeit machst, von vornherein gleich mitzugeben. Ja, ja, wo dann eben ein Kind auf einmal mit 4 Jahren sagen kann, ich bin sauer. Mhm. Ja. Okay. Und das ist für mich das A und O für das Thema Grenzen ist, die Gefühle zu fühlen. Ja, Mira, möchtest du da noch etwas ergänzen? Nee, das hast du, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und das ist auch genau, so wie du sagst, das ist auch einfach die Schwierigkeit. Ja, also vielleicht, da was Persönliches, also bei mir ist es tatsächlich, hat sich das dadurch, dass ich das als Kind nie fühlen durfte oder das nie, ne, so wie es ja für uns vielen irgendwie geht, nie so wirklich klar gekriegt habe, was da irgendwie abgeht und auch dafür natürlich irgendwo bestraft oder abgewertet wurde, wenn ich emotional wurde. Insofern umgekehrt, und ich glaube, es geht ganz vielen so, dass wenn ich eine Grenze erkenne oder erkannt habe, schon ein bisschen besser geworden, aber ist immer noch da, wenn ich eine Grenze erkenne und emotional darauf reagiere, dass ich dann tatsächlich eigentlich gar nicht in meinem Bewusstsein bleiben kann, zu sagen, okay, alles klar, da ist jetzt eine Grenze. Ich spüre, ich darf für mich einstehen auf eine friedvolle Art und Weise, sondern dass dann sofort so ein Mechanismus von einem direkten Abcutten und einem direkten auch sich selbst irgendwie bewerten stattfindet. Mhm. Und eine ganz weirde Sache stattfindet, dass ich in diesen Momenten teilweise gar nicht mehr wusste, wer, was oder wie ist jetzt überhaupt das Problem. Also völliger Stressmoment, ne? Dein Nervensystem dreht durch und du kannst eigentlich auch nicht mehr, also es ist Error, du kannst nicht mehr klar denken. Ne? Das ist ja, und im Nachhinein aber, und das ist das Verrückte und das ist, glaube ich, für viele ganz, ganz wichtig, weil ich habe das ganz, bei ganz vielen, vor allem Frauen, mittlerweile erfahren, dass es ihnen ähnlich geht. Ich spüre eine Grenze, nehmen wir mal einen Moment in der Partnerschaft, so. Mhm. Ich spüre, okay, das, was da hier gerade passiert, fühlt sich für mich nicht gut an. So, ich spüre eine Grenze. Ich habe aber nie gelernt, mit meinen Gefühlen umzugehen. So, dementsprechend reagiere ich erstmal mit dem völligen Wolf, und zwar mit dem übertriebenen Wolf, den du jemals in deinem Leben irgendwo gesehen hast. Ich
kennst meinen nicht, du kennst meinen nicht. So, und im Nachgang komme ich dann natürlich aus dem Wolf irgendwann wieder raus, die Sache legt sich. Und wenn ich dann aber zurückgucke, dann denke ich, scheiße, ich war schuld. So, ich war der Wolf. Da haben wir ja gleich schon wieder das nächste Thema. Ist zwar irgendwie gespürt gewesen, aber sie ist nicht wirklich, sie durfte für mich nie eine Grenze sein, sondern war dann trotzdem immer ich das Problem, weil ich darauf ja so übertrieben reagiert habe. So. Und davon habe ich so viele Frauen auch kennengelernt, denen es ähnlich geht und die deswegen auch nicht zum Beispiel aus Beziehungen rauskommen, aus Situationen rauskommen, weil es im Nachhinein die Sachen so verschwimmen, weil man irgendwie sagt, scheiße, ah, ich habe doch, und dann sind wir doch auch so empathisch und so mitfühlen und sagen dann, scheiße, ich habe doch auch meinen Beitrag, ich war doch auch nicht okay, anstatt eigentlich diesen Ursprungsmoment zu sehen von, Moment mal, da war etwas, was halt voll gegen meine Grenze ging, weißt du, und dann auch die Konsequenzen zu ziehen, zum Beispiel zu sagen, hey, in aller Liebe, ich gehe, das fällt vielen dann so schwer, weil man dann, ja, weil das da irgendwie mit der eigenen Reaktion dann so wie vermessen wird, weißt du, was Ich hatte ja heute so einen Fall und ich gehe gerade in mich, weil mein Sohn war ja dabei bei diesem Gespräch und ich bin da raus und ich war sehr emotional und das, wisst ihr, wenn ihr merkt, dass eine Grenze für euch überschritten wird, spürt ihr das an euren Gefühlen? Und was Mira gerade angesprochen hat, hat auch viel noch mit alten Glaubenssätzen zu tun. Also das kann da auch noch mit drin stecken. Was denke ich eigentlich in diesen Situationen? Ihr dürft diese unangenehmen Gefühle haben und alleine zu sagen, okay, und ich darf meine Grenzen haben. Das wäre schon etwas, wenn du damit heute Abend aus diesem Live gehst, feiere ich dich, weil damit fängt es an. Dir zu sagen, ich darf meine Grenzen haben und das betest du am besten von morgens bis abends. Ja, und genau in solchen Situationen, was Mira gerade geschildert hat. Dann will ich noch kurz, ich hatte nämlich genau diesen Moment, von dem du gerade beschreibst. Ich sitze in diesem Gespräch und für mich war schon vorher eine Grenze erreicht. Die habe ich versucht zu formulieren und es wurde im Gespräch weiterhin für mich eine Grenze überschritten. Der schmale Grat ist ja beim Thema Grenzen nicht in die Verurteilung zu rutschen. Es geht nicht darum, dass die Menschen, die meine Grenze überschritten haben, etwas falsch gemacht haben. Und doch möchte ich eine Grenze setzen. Grenzen zu setzen, kommen wir gleich noch drauf, muss nicht geil sein. Also es muss nicht angenehm und einfühlsam sein. Ne? Das ist mal, also dann passiert es so. Und ich gehe aus diesem Gespräch raus und habe in diesem Gespräch doch tatsächlich geschafft, immer mal wieder für mich diesen so Vorhang so, hier ist Stopp, ja, und gehe da raus und das Erste, was ich zu meinem Sohn sage, ist, boah, es fällt mir jetzt gerade richtig krass schwer, mich dafür nicht zu verurteilen, wie dieses Gespräch gelaufen ist. Und dann legt er den Arm um mich und sagt, Mami, komm, wir feiern dich dafür, dass du nicht ausgeflippt bist. Ich sage, das ist ein guter Ansatz. Weil ich habe mich danach auch so gefeiert, dass ich es geschafft habe, irgendwie bei mir zu bleiben. Weil das ist so, dass, ey, bei mir gibt es Situationen, wenn da Alarm ist, durch all diese so krasse Trigger, auch durch dieses Mobbing, dann gehe ich ab wie eine Schmitzkatze, weil das ist meine Grenze. Und wenn die nicht wahrgenommen wird, ich drehe durch. Und zu sagen, okay, und ich habe das... Und Scheiße, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, und ich habe das für mich heute Bestmögliche gemacht. Ich kann bedauern, dass es nicht ganz so gelaufen ist, wie ich es gerne machen würde. Nur ich bin im Prozess. Und bevor wir da noch ein Thema zum Grenzen erkennen sagen, was mir wichtig ist, wollte ich noch sagen, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ach Mist, das war wichtig. Wo ist es denn jetzt? naja, es kommt. Aber ich fand es spannend, ich bin ja immer so ein bisschen mit so einem ganz halben Auge, bin ich manchmal da unten bei den Kommentaren. Und ich habe gelesen, dass einige geschrieben haben, dass es ihnen ähnlich geht und dass sie sich dann im Nachgang für ihren Wolf verurteilen, der rausgekommen ist in dem Moment, wo sie eine Grenze gesetzt haben und so. Und das finde ich ein ultra spannendes Thema in ganz vielen Bereichen. Ja, das ist wichtig, das sage ich so oft auch in meiner Arbeit. Dieser Wolf, so, also das ist ja das Symbol in der GfK für all diese unangenehmen Gefühle und unerfüllten Bedürfnisse und Verurteilung. Der darf sein, der ist total wichtig. Weil ich eben gemerkt habe in diesem Gespräch, dass für mich Grenzen überschritten wurden. Nur der Punkt ist, ich komme nicht weiter, wenn ich sie dafür verantwortlich mache.
was passiert ist, dass ich für alles verantwortlich die ganze Zeit, also mir wurde immer gesagt, ja, Sie haben und Sie haben und Sie haben. Und ich sage, können Sie das bitte bei sich lassen? Ja. Ich bin nicht verantwortlich, wie Sie meine E-Mails verstehen. Ich habe meine E-Mails besten Gewissens geschrieben, dreimal durchgelesen. Ich habe sie meinem Mann vorgelesen. Ich habe die Ihnen nicht einfach so geschickt. Und ich habe den Eindruck, ich spreche Japanisch und Sie Chinesisch. Nur wenn Sie mir jetzt erklären wollen, dass das alles falsch ist oder dass ich unmöglich bin, kommen wir hier nicht weiter, weil ich, und ich habe wirklich so gemacht, ich lasse das bei Ihnen. Da waren die. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich so, und das wollte ich, genau, die Eigenverantwortung nämlich, dass wir es beim Grenzen erkennen, versuchen zu schaffen, auch wenn der Wolf kommt, der darf kommen, der zeigt uns was, der erzählt uns ganz viel über uns. Hey Schätzchen, da ist eine Grenze für dich, das ist deine. Das heißt nicht, dass das, dass alle, die vorher schon riechen müssen, ja, und dass die anderen schuld dafür sind. Und das finde ich richtig schwer schon beim Grenzen erkennen. Also dieser schmale Grat, weil das ist das, wie wir alle schnell, ja, du hast, ja, und du und ich hab und so weiter. Ja. Das ist schon sau schwer, oder? Also nicht in einem Konflikt eine Grenze überschritten und sagen, okay, du hast meine Grenze überschritten, also hast du jetzt Schuld. Ja. Bringt ja auch nichts, oder? Null. Null. Vor allem, weil das Gegenüber in vielen Fällen, vielleicht, also sicherlich nicht in allen, aber in vielen Fällen eventuell genauso denkt. Und das ist dann der Obersuper-GAU. Weil einer da steht und sagt, hey, mit deinem Verhalten gerade überschreitest du meine Grenzen. Und der andere steht gegenüber und sagt, dito, weißt du, dann hast du halt eine krasse Pattsituation. Was machst du dann? So. Das heißt, es muss ja irgendeine andere Lösung geben für diese Situation. Ja. Beziehungsweise die Frage ist, also ich finde es spannend, dieses ganze Grenzthema ist spannend, weil ich glaube, uns gucken gerade super viele Leute zu und wenn wir jetzt gerade bei dieser Unsicherheit auch sind, okay, klar, es gibt diese Grenzen im Alltag, nenne ich es jetzt einfach mal, ne, so, diese kleinen Grenzen, in Anführungsstrichen, ne, die ich so im Alltag irgendwie setze, wo ich sage, okay, was ist denn da Phase, was brauche ich, ne, und das auch irgendwie durchsetzt, oder was brauche ich halt auch vor allem nicht und was lasse ich woanders und so. Und dann gibt es natürlich die großen Grenzen, ne, die großen Grenzen zu sagen, okay, wann ist was für mich eigentlich so grenzüberschreitend, dass ich mich der Sache entziehe, und wann kann ich mich der Sache entziehen und wann kann ich es eigentlich gar nicht. Also ich finde auch gerade die Schulsituation hast du ja auch jetzt gerade mit reingebracht, egal ob es jetzt was mit euch konkret zu tun hat oder nicht, aber es gibt ja Situationen, da kann ich mich der Sache gar nicht entziehen. Wenn ich in einem System bin beispielsweise, oder sehr schwer zumindest, ne? Bin in einem System, ich muss irgendwie damit klarkommen, weil es die Gesetzeslage so oder so hergibt, ne? Das ist eine Sache. Da bräuchte man eigentlich ein anderes Patentrezept für die Situation. Na, da sage ich immer, also jetzt mal pauschal gesagt, dieses, da muss ich mit klarkommen. Ich versuche immer für mich einen Weg zu finden, und das ist die Eigenverantwortung dann wieder, dass es für mich kein Müssen ist. Obwohl ich es muss, ist es, wie kann ich es für mich machen, dass es kein Müssen mehr ist? Und das ist auch wichtig, wenn ich merke, dass ich Grenzen erkenne. Was kann ich denn erstmal konkret jetzt gerade tun? Wie kann ich mich denn um mich kümmern? Wie kann ich meine Grenzen nochmal anders kommunizieren? Und wo kann ich auch, ein spannender Punkt, zu sagen, okay, dann mache ich hier jetzt für mich so, ich merke, das geht gerade nicht weiter. Und ich habe meinen Sohn übrigens heute verstanden, Mira. Und zwar macht er ja in der Kommunikation mit seinen Lehrern ganz oft, dass er dann sagt, wenn der eine Standpauke kriegt, ja, okay, habe ich verstanden. Mhm. Und ich habe bisher mal gesagt, ey, Alter, das geht nicht. Da ist irgendwie, da ist eine Grenze überschritten. Du wirst überhaupt nicht gesehen und du hast eine andere Meinung. Die darfst du haben. Und ich habe das heute nachher beim Spaziergang, wir waren spazieren, ich hab's auf einmal gecheckt, Mira, es ging an wie eine Lampe, dachte ich, das wäre in dieser Situation für mich meine Lösung gewesen, zu sagen, alles klar, habe ich verstanden. Ja. Weil meine Grenze bleibt. Ich entscheide, wo meine Grenze ist. Und ich entscheide, ob die überschritten wird. Und ich hatte fest entschieden, die wird nicht überschritten. Und sie wurde nicht überschritten, weil ich entscheide, dass sie nicht überschritten wird. Und dann kann ich auch in manchen Gesprächen auch dann sagen, okay, aus. Es ist so, Mira, weil wir können nicht alles ändern. Also auch diesem hier ist meine Grenze und das geht nicht und dann rutsche ich so schnell in die Verurteilung auch dem anderen gegenüber, dann werde ich dem Ganzen ja auch irgendwie nicht gerecht. Ja. Und dann überschreite ich nämlich auch
Grenzen. Weißt du, ich weiß ja auch nicht immer, wo die Grenzen bei dem Gegenüber sind. Und das fand ich heute mega, als mir da nachher die Lampe aufgegangen ist. Und ich habe mir fest vorgenommen, beim nächsten Mal in so einer ähnlichen Situation, dass das für mich wirklich eine Strategie ist, die für mich in Ordnung ist, weil ich ja meine Grenze erkannt habe und auch weiterhin dafür einstehe. Mir passiert ja nichts. Ich finde das so spannend. Also dieses da rein, da raus, das ist für mich immer so ein bisschen Eckhart Tolle. Ja. Natürlich, ich habe ja viel von Eckhart Tolle gelesen. Also für alle, die das nicht, ihn nicht kennen und die nicht wissen, wer er ist, ist es halt ein mega krasser Achtsamkeitsguru, sage ich jetzt einfach. der irgendwie halt das Leben im Hier und Jetzt propagiert, was halt voll geil ist. Also ich liebe seine Bücher und ich finde es auch mega cool und so. Und er hat auch recht, er sagt immer so, reg dich nur, also wenn du dich über was aufregst oder wenn du was merkst, was dich stört, ich übersetze es mal auf Deutsch, ja, danke, ja. Dann kannst du entweder was dran ändern, ne? Ja. Kannst du entweder jetzt was dran ändern oder du nimmst es einfach so hin, wie es ist. So, also ja, da das finde ich mega, du nimmst es so an, wie es ist, allerdings machst es dann für dich noch so, dass es für dich okay ist, also dass ich damit klarkomme, dass ich nicht sage, ja, dann muss ich es jetzt halt so hinnehmen. Dann sind wir wieder auf dem scheiß Holzweg. Du musst nämlich gar nicht, sondern ich werde jetzt wirklich gucken, wie ich für mich mit dieser Situation umgehe und ich werde es schaffen. Und dann bin ich wieder drüber gewachsen. Ja, und was ich da spannend fand, erstens habe ich mich immer gefragt, als ich Tolle gelesen habe, ob er eigentlich Kinder hat. Und dann musste ich immer so ein bisschen lachen, wenn er so über seine Sachen so spricht, weißt du, wenn er so schreibt, ja, der Baustellenlärm draußen, da kann ich entscheiden, dass er mich nicht mehr stört. Und ich dachte mir, ich habe das gelesen, als ich gerade so ein einjähriges Kind hatte. Ich entscheide mich und so. Jetzt weiß ich, woher meine Mutter diesen Satz hat. Und zwar, als ich Abitur gemacht habe, war bei uns eine Baustelle, ernsthaft jetzt, vor der Tür. Und sie hat immer gesagt, Katharina, entschließe, dieser Lärm ist nicht für dich bestimmt. Ich hätte sie fast umgebracht. Jetzt weiß ich, von wem sie es hat. Genau. Ja, und auf der anderen Seite, was wollte ich denn sagen? Ich habe dich unterbrochen. Ist gut. Was soll ich sagen? Genau, ob der eigentlich Kinder hatte, habe ich mich immer so gefragt. Ja. Und dann habe ich mir natürlich auch so gedacht, okay, das, was du jetzt beschreibst, also wenn wir jetzt in der Situation sind, ne, da kommen wir ja gerade her, ja. Der wir so ein bisschen ausgeliefert sind, wie zum Beispiel so eine Schulsituation oder so als Jugendlicher in dem Fall, ne, oder so ein Gespräch. Und ich merke so ein bisschen, okay, ich komme da gar nicht weiter, ich habe gar keine Handhabe, ich kann das nicht kontrollieren, ich kann es nicht verändern, es liegt nicht in meiner Macht gerade irgendwie, ne, dann kann ich natürlich diese da rein, da raus, ist alles okay für mich, Variante wählen. Und wenn sie true und real gewählt ist von uns, dann ist das auch voll geil und dann können wir trotzdem unsere Grenzen für uns behalten. Gleichzeitig fällt uns das ja so schwer, und darauf wollte ich hinaus, weil wir so getriggert werden von diesem ganzen Preis. Und deswegen glaube ich, dass diese Variante mit, ja okay, ich bleibe in meinem Zen-Garten sozusagen, nur funktioniert, wenn wir echt krasse innere Arbeit leisten, weil wir müssen dann diese Kacke irgendwie anderweitig fühlen, leben, transportieren, wie auch immer, wenn nicht in diesem Gespräch sein. So. Ja, mit uns. So ist es definitiv. Und nur feiere ich diesen Moment heute. Es hat heute bei mir Pling gemacht und das ist halt immer mega, wenn es bei einem selber Pling macht. Also ich gehe quasi den nächsten Schritt meines Prozesses an, Mira. Ja? Du merkst, ich werde die nächste Ebene jetzt erreichen. Was du gerade angesprochen hast, und jetzt kommen wir mal zum Thema Grenzen setzen oder dafür einstehen, was wir dafür brauchen, Leute. Und deswegen brauchen wir das Erkennen anhand unserer Gefühle, anhand unseres Verhaltens, erkennen wir, ob da eine Grenze überschritten wurde. Und zu 99,9%, wenn du merkst, du bist gleich am Ausflippen oder es reicht, dann ist eine Grenze überschritten und das darf sein. Halleluja. Dann hier wird ganz viel nach Beispielen gefragt. Wollte ich dir nur kurz mitteilen, dass wir, falls ein konkretes Beispiel einfallen sollte in manchen Momenten, das ja bestimmt. Also wir werden dazu eingeladen. Ja. Nun habe ich ja gerade von einem Beispiel gesprochen. Wir gucken, wir werden was finden. Auf jeden Fall finde ich es wichtig, dass euch klar ist, wenn ihr die erkannt habt, die Grenze, dass ihr aufpasst, dass ihr in der Eigenverantwortung bleibt. Und wichtig ist, dass ihr erkennt, welches Bedürfnis braucht es denn gerade? Also was wurde hier gerade verletzt? Ja, welches Bedürfnis? Und
auch das ist so wichtig, dass wir wissen, dass wir das erkennen. Und das kommt mir jetzt bloß nicht mit so Bedürfnissen nach Respekt oder Wertschätzung und so. Das sind, ich habe eine ganze Podcast-Folge zum Thema Respekt gemacht. Das sind sehr filigrane Bedürfnisse, denn ganz schnell fallen die Menschen da rein, dass, wenn ich sage, und mir ist Respekt wichtig, dass ich eigentlich erwarte, dass du dich respektvoll zu verhalten hast und dass das, was du gemacht hast, respektlos war oder grenzüberschreitend oder übergriffig. Übergriffig ist auch total bewertend, ne? Oder eine Interpretation, dass ihr euch guckt, also was wurde da überschritten, was braucht ihr eigentlich und was kann ich für mich tun? Und ich glaube, dass so schwer ist, Grenzen zu setzen oder dafür einzustehen, weil wir ja größtenteils alle dazu erzogen wurden, zu funktionieren. Also brav zu sein und eben es so zu machen, wie es erwünscht ist. Ich habe, glaube ich, nicht in Erinnerung, dass meine Eltern mal für mich bewusst eine Grenze gesetzt haben. Ja. Wüsste ich jetzt nicht. Und wann, ich habe schon gesagt, wann ich angefangen habe, Grenzen zu setzen. Weißt du, was deine erste bewusste Grenze war, die du gesetzt hast? Nee. Nee. Tatsächlich. Auf einmal waren sie da. Okay, dann deine letzte. Gestern. Heute. Heute. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gefühlt fast täglich am Grenzen. Ja, so ist es. Ja, und es ist erstaunlich, dass bei mir der Prozess so Hand in Hand geht, dass es schönerweise immer, ich nenne es mal unemotionaler wird, nicht unemotionaler, weil Emotionen scheiße sind, sondern weil es mich immer weniger Anstrengung kostet, weil weniger drinsteckt, so. Weil ich merke, dass es noch vor einigen Monaten noch viel anstrengender irgendwie war und noch viel mehr hochgekommen ist und ich vor einer Grenzsetzung zum Beispiel flatterig war oder viel flatteriger war oder viel emotional, noch viel wütender, viel und ich merke, wie diese Sachen so langsam ein bisschen abflachen und wie ich souveräner werde mit dieser Grenzsetzung, aber das kommt aus meinem Gefühl nur mit dem Tun. Je öfter du dann das schaffst, deine Grenze zu kommunizieren. Und ich sage es euch ganz ehrlich, also bei mir, wenn ihr ein konkretes Beispiel wollt, bei mir ist es so, dass ich hatte ganz arg Angst davor, meine Grenze. Ganz arg. So. Ja. Weil ich in der Familie aufgewachsen bin, in der ich auch fürs Grenzen setzen ja abgewertet und bestraft wurde. So. Ja, ich auch. Und dementsprechend, und ich glaube, es geht ganz vielen von uns so. Und deswegen kann ich euch nur dazu ermutigen, wann auch immer und worum auch immer es geht, versucht da durchzugehen, durch diese Nervosität, die wir davor spüren, ja, diese Alter, also diese Telefonate zu führen, wo du da eigentlich sagen musst, boah, passen die so. Ich finde es auch spannend, ist jetzt auch gerade so im Business bei mir auch gerade so aktuell, ne? Wenn Leute zum Beispiel, ja, keine Ahnung, eine Arbeit abliefern, sage ich jetzt einfach mal, die halt nicht geht so, weil das dann auch irgendwie ein Stück weit geschäftsschädigend für mein Ding ist und ich mich auch nicht drauf verlassen kann und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja, gibt da solche Situationen. Das kostet mich immer noch ganz viel Überwindung, anzurufen, zu sagen, es tut mir leid, es passt für uns einfach nicht. So. Next, I'm done. So. Das ist einfach noch mega flatterig und total Ding. Und ich freue mich darauf einfach, wenn ich da immer souveräner werde. Gleichzeitig gehört es irgendwie dazu. Nee, ist ein wichtiger Punkt, ne? Weil manche denken so, ja, jetzt will ich lernen, Grenzen zu setzen, zack, und jetzt kann ich das. Also das dürfen wir lernen und das braucht wirklich eine Zeit. Und ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Mir geht das ähnlich. Und ich glaube, diese Angst, die du gerade beschrieben hast, die kenne ich auch. Das ist die Angst, eben nicht gemocht zu werden, nicht geliebt zu werden. Bei mir halt, ne? Durch meine Mobbing-Erfahrung. Und ich war immer die Unangenehme. Ich war immer zu laut. Ich habe immer zu viel meine Meinung gesagt und so. Und diese Angst zu haben, auch abgelehnt zu werden, ne? Dass der andere mich nicht mehr mag. Und das ist schon ein starker Prozess, der auch viel mit Glaubenssätzen zu tun hat einfach. Ja. Also dieses, ich darf meine Gefühle fühlen und ich darf Grenzen setzen. Und da kommen wir dann zu einem Punkt und dann gehen wir gleich mal kurz in die Praxis noch ein bisschen.
viele denken so, ja, und Grenzen setzen kann ich erst, also das ist erst richtig gemacht, wenn es einfühlsam passiert. Mhm. Und ich möchte gerne euch sagen, also wenn ihr anfangt zu lernen, Grenzen zu setzen, macht euch frei von dem Anspruch, dass das in Harmony und ewiger Liebe passiert. Sondern fangt doch erstmal an und sagt nein. Mhm. Ja, und guckt, was passiert. Darf ich an dieser Stelle kurz was zeigen? Aber ja. Gerne, ich rede einfach weiter. Grenzen zu setzen darf auch unangenehm sein, weil wenn du Grenzen setzt, ist das immer ein Prozess. Das kann sein, du weißt auch nie, wie dein Gegenüber reagiert. Mal kann es was ganz Verbindendes werden und mal ist die Entscheidung, okay, wir gehen getrennte Wege. Was gibt's, Mira, was hast du zu zeigen? Weil du gerade so meintest, nein. Ne? Nein. Ich hätte doch morgen... Ah! Kannst du das sehen? Ich hätte doch ja. Morgen... Ist so süß. Das steht auch nicht mehr. Nein. Ich möchte nicht. Danke fürs Gespräch. Ich möchte nicht. Es steht, mein Körper ist mein Königreich. Kommt morgen raus. Eins von drei Büchern. Da geht es ums Grenzen, die man interessiert, aber ist für uns wertvoll und gleichzeitig für unsere Kinder. Weil gerade jemand gefragt hat, wie können wir Kindern beibringen, Grenzen zu setzen. Zum Beispiel mit dem Buch von Mira, was es ab morgen geben wird. Und dazu wird es morgen bei Mira abends auch eine Party geben, weil ich Mira nämlich eigentlich für morgen angefragt hatte und das passte dann nicht so, wenn deine Bücher morgen rauskommen. Vielen Dank für diese Arbeit. Das ist genau etwas, wo du mit Kindern anfangen kannst oder zum Beispiel, du hast es vorhin angesprochen, diese Körperübergriffigkeiten. Ja, also mein Körper gehört mir. Ich kann mich an eine Situation erinnern, meine Brüste. Für beide Kinder... irgendwie ansprechend, aus anderen Gründen. Und dieses Anfassen der Brüste. Und das, auch da könnt ihr eine Grenze setzen. Es ist nämlich auch euer Körper, dass ihr vorlebt, wo eure Grenzen sitzen. Deswegen ist so wichtig, dass ihr lernt, eure Grenzen zu erkennen und Erfahrung sammelt, diese zu setzen. Und die Grenzen zu setzen, das muss nicht immer angenehm sein, sondern ihr dürft das lernen und auch vor euren Kindern, weil wir können ganz viel bedauern, wenn was nicht so gelaufen ist. Können wir bedauern, wie es gelaufen ist, ja? Und ihr habt einen Körper und ihr habt eine Grenze und da gibt es ja viele, die dann so knibbeln, die Kinder, oder an den Haaren ziehen und die Eltern lassen es so durch, weil dadurch schläft das Kind ein oder an der Brustwarze nippeln und dabei schläft das Kind ein. Also das ist für mich definitiv eine Grenze, es sei denn, für mich ist das auch meditativ, nur sowas ist für mich meditativ, nicht meditativ. Es ist ganz klar, Stopp, Finger weg, mein Körper und wir finden was anderes. Oder meiner Tochter damals gesagt, die an meinen Busen gefasst hat. Ich sage, okay, stopp, mein Busen. Ja. Mir ist wichtig, dass du mich fragst. Ja. Und dann fragt sie, fassen? Also sie konnte noch gar nicht so reden. Ja, fassen, sage ich, okay, hier. Also ich habe ihr dann auch gezeigt, wo. Und das war ja jetzt gar nicht, dass ich sie da wie nein und stopp und weiß ich nicht was, sondern stopp, Grenze. Mein Körper, ich möchte gefragt werden. Und genauso frage ich ja auch, wenn sie fertig ist beim Toilettengang, wenn sie mich ruft, frage ich trotzdem einmal, okay, bist du bereit, dass ich abputze? Bist du bereit, dass ich jetzt da wasche? Ja, und das sind ja nur so kleine Momente. Und es gibt so viele mit Kindern, mit Grenzen, eigentlich von morgens bis abends. Ja, nur überlegt mal, wie oft ihr Grenzen überschreitet bei euren Kindern, damit es mal eben schnell geht. Klar. Und über dieses starke Kind, also Selbstwert von Kindern, werden wir da dann in 2 Wochen reden. Da kommt Mira dann auch nochmal vorbei. Das möchte ich jetzt gar nicht vorwegnehmen. Nur ist es so wichtig, dass ihr lernt, eure Grenzen zu setzen, auch in diesen kleinen Bereichen, euren Kindern gegenüber, eurem Partner gegenüber. Und was hilft, ist, finde ich oft zu sagen, okay, pass mal auf, so, das geht gerade für mich nicht. Ich brauche das und das. Könntest du das so und so machen? Oder? Also versuchen können wir es ja mal. Wie setzt du deine Grenzen? Ich finde das spannend. Vielleicht bevor ich die Frage antworte, ich finde das auch spannend, weil unsere Kinder haben ja so krasse Antennen. Und klar ist natürlich diese körperliche Grenzsetzung das Offensichtlichste, das ein wichtiges A und O irgendwo. Klar, auch im täglichen Miteinander, was du gerade meintest. Und gleichzeitig glaube ich, dass unsere Kinder auch ganz, also ganz, ganz stark mitkriegen, ob wir über unsere Verhältnisse leben, also im Sinne von energetisch so, ne? Ob Mama da jetzt eigentlich schon völlig über ihre Grenzen drüber hinaus ist und sich gar nicht auf sich achtet. Ich glaube, das spüren die ganz, ganz genau. Ja. Und einfach auch
wichtig. Deswegen, wenn die Frage kommt in den Kommentaren, wie kann ich meine Kinder darin unterstützen, dass sie irgendwann mal ihre Grenzen wahrnehmen und Grenzen umsetzen können, dann ist das Allererste, dass wir das tun, dass du das tust. Mhm. Und auch wenn wir, und da kommen wir wieder ein Stück weit zum Anfang des Gesprächs, auch wenn das in der Gesellschaft vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht so angekommen ist, ey, let's do it. So, das ist einfach, wir Mütter, so muss ich das einfach mal sagen, haben da aktuell echt noch die Arschkarte, was Grenzen setzen angeht, und zwar massiv. Ey, wie viele Nachrichten, ich kriege zum Beispiel auch einen Fragensticker so nach dem Thema, wo ist eigentlich dein Kind die ganze Zeit, während du arbeitest? Ey, ganz ehrlich, was ist das für eine Frage? Das würde ein Mann niemals gefragt werden. In 100.000 Jahren nicht. Das ist einfach nicht cool. So, und ja, es ist ein wahnsinniger Balanceakt für uns Mütter, diesen ganzen Erwartungen ein Stück weit gerecht oder es halt einfach nicht zu machen und einfach unsere Grenzen zu setzen. Und das finde ich ein spannendes Beispiel, Mira. Lass da doch nochmal kurz reingehen, weil wir ja jetzt auch die Leute, die das dann fragen, also wenn ich jetzt bei der Arbeit bin und mich fragt jemand, sag mal, du arbeitest ja von morgens bis abends, wo sind denn deine Kinder? Diesen Menschen dafür eben auch nicht zu verurteilen. Der ist so sozialisiert worden und der denkt da gar nicht drüber nach, dieser Mensch. Ja. Wie kann ich da eine Grenze setzen, für mich vor allen Dingen, ohne jetzt vielleicht da gleich, ich muss ja mit diesen Menschen da jetzt auch keine Grundsatzdiskussion führen. Das finde ich gerade spannend. Wie würde ich da reagieren? Du arbeitest ja viel, siehst ja deine Kinder kaum mehr. Würde ich sagen, okay, machst du dir Sorgen? Machst du dir Sorgen? Oder du, ich habe das im Griff. Ja. Mein Leben, ich habe das im Griff. Ja, das wären so für mich so Möglichkeiten. Und das sind ja auch oft so Dinge, die so nebenbei passieren. Ne? Ich nehme gerade mein Fahrrad und Nachbar X kommt und sagt, hör mal, du bist ja auch nur noch bei der Arbeit. Wie sagen, ja, du, machst du dir Sorgen oder was? Ich habe alles im Griff. Und das ist für mich eine Form von Grenze gesetzt, weil ich nicht sofort irgendwie drauf eingehe oder also nicht drauf eingehe in Form von, ja, stimmt, hast recht oder so oder gar nichts sage. Ich sag was. Ich sag was Kleines. Punkt. Ja. Oder? Voll. Mir ist es tatsächlich im Real Life jetzt noch nie passiert, sondern das sind mir ständig. Mir alles. Heute, was mir heute in dieser Viertelstunde alles unterstellt wurde, du, da geht's dir ab. Jetzt hat eben eine geschrieben, ich traue mich dann oft nicht, weil ich nicht anecken möchte. Und da möchte ich nochmal drauf eingehen. Also wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, dieses Thema Grenzen, ich möchte da gern ran. Ich möchte, dass meine Kinder ein starkes Selbstwert haben, dass meine Kinder Nein sagen können, dass meine Kinder ihre Grenzen erkennen können und lernen, die auch zu setzen. Dann fangt ihr bei euch an. Punkt aus. So. Und dieses, ich habe dann Angst anzuecken oder so. Ich darf ich sein und ich darf auch Nein sagen. Ich bin liebenswert, egal was ich mache. Und auch das fängt alles bei euch an, ob ihr euch das erlaubt, oder? Also da geht ihr mal mit euch geht ihr mal mit euch schwanger, würde ich sagen. Ja, und auch die Frage eigentlich dahinter, hinter der Angst anzuecken, ne? Und das hatten wir ja vorher schon gesagt, als du meintest, okay, was ist eigentlich wirklich dahinter? Ja. Angst abgelehnt zu werden, nicht mehr gemocht zu werden und da einfach mal gleichzeitig nicht zu sagen, ja, ich würde gerne meine Grenzen setzen, aber ich habe Angst anzuecken und deswegen mache ich es einfach nicht, sondern einfach zu schauen, wirklich mal deep zu graben und zu gucken, was ist Phase und was ist deine eigene History deiner Grenzen. Also ich finde es auch immer schön so, für Leute, die jetzt noch nicht so die Erfahrung haben mit Arbeit mit dem inneren Kind oder mit Aufarbeiten von Themen aus der Kindheit oder so, einfach mal zu gucken, stell dir mal vor, du müsstest dich und deine Grenzen verfilmen, so wie es in deinem Leben war, sozusagen. Was wäre das denn für eine Geschichte? Was wäre denn bisher passiert? So. Wie nimmst du es wahr? Das kannst du einfach ganz intuitiv mal aufschreiben. So. Was spielen da alles für Emotionen eine Rolle? Was kommen dir vielleicht für Szenen in den Kopf? Weil oftmals, wenn du so filmisch denkst, dann kriegst du so einen besseren Zugang zu deinen Gefühlen und vielleicht auch zu Erinnerungen oder zu Situationen, die dir begegnet sind. Und das finde ich spannend. Wenn du an Grenzen denkst, was kommt dir filmisch in den Kopf? So an dich und deine Grenzen. Finde ich super spannend.
Definitiv. Und, da kann man sagen, okay, Angst anzuecken, was steckt dahinter? Was ist deine Story mit deinen Grenzen? Und dann zu gucken, okay, die räume ich jetzt erstmal auf. Ich denke auf jeden Fall, dass die Grenzennummer ist für viele eine Arbeit mit ihrem inneren Kind. Da brauchen wir gar nicht weiter um heißen Brei drum zu reden. Das liegt bei vielen aus unserer Generation in der Kindheit. Da geht es los, ohne dass ich den Eltern jetzt eine Schuld zuweisen möchte. Die haben es ja, also guckt, wo unsere Eltern herkommen, guckt, wo die Großeltern herkommen und so weiter. Doch wir können was verändern und das hat Laura auch in dem Podcast gesagt, ich weiß nicht, ob in diesem oder in dem in 2 Wochen, dass wir, und da bin ich ganz bei ihr, dass wir gerade das, was wir machen, ob es du bist, sie oder meine, nicht meine Wenigkeit, sondern ich, wurde ich ja in der Community darauf hingewiesen, auch, dass ich auf meine Wenigkeit durchaus verzichten könnte. Meine, kannst du umdrehen. Meine Großartigkeit. Meine Großartigkeit. Und mein ja, das ist perfekt. Ja. Du, ich und meine Großartigkeit. Auch und meine noch. Großartigkeit. Was wir da machen, ist eine Zäsur, die wir setzen. Wir können nicht alles verändern. Und doch tun wir sehr viel. Und ich glaube, dass das, was wir hier gerade machen, für die Menschen, die wir erreichen, eine Arbeit ist, die über Generationen gehen wird. Also weil ja auch unsere Kinder was mitnehmen wieder und die dann das weitergeben und so weiter und so fort. Und also für wen das interessant ist und diejenigen, die merken, da ploppen sofort so Sätze auf, ich darf nicht unangenehm sein, ich muss mich benehmen, meine Bedürfnisse sind nicht so wichtig, ich muss es allen anderen recht machen und wenn jetzt mich Leute blöd finden, das geht nicht und so weiter. Also das ist zu 99,9% innere Kindarbeit und das ist kann ein harter Weg sein, wie Mira sicherlich auch bestätigen kann. Ich bin da ja auch durch und gehe immer weiter. Und ich wollte noch einen Punkt sagen mit dem Thema Grenzen. Wir hatten es eben körperlich und das ist die sexuelle Aufklärung von Kindern. Das beschäftigt mich einfach sehr, weil ich wirklich überhaupt nicht sexuell aufgeklärt wurde und auch keine Grenzen meines Körpers kannte. Und da wäre mir einiges erspart geblieben, dass auch das wird dein Buch ja da morgen sein, was du da morgen rausbringst, den Kindern mitzugeben, dass das ihr Reich ist. Und das, wie du es so schön gesagt hast, mein Königreich, ja. Und das schaffen wir durchs Vorleben, Leute. Anders geht es leider nicht. Tatsache. Zu dem und mein Thema. Sohn? Ja, bitte? Sag. Ach, ist eine lange Geschichte. Fang du erstmal an. Nee, also nur noch ein Mini-Zusatz, aber das ist überhaupt nicht so. Das haben wir 2 Wochen, wenn wir dann über die Kids quatschen. Da ist das dann wirklich, wirklich. Also mein Sohn kennt das, wenn bei mir eine Grenze überschritten ist, er kennt mich noch und deswegen meinte er das, glaube ich, heute auch, Mensch, komm, lass uns dich doch feiern dafür, dass du ruhig geblieben bist, weil er kennt mich jetzt ja schon 14 Jahre und er kennt, wie ich reagieren kann und das ist okay. Also unsere Kinder dürfen auch sehen, dass wir an Dingen noch arbeiten, dass wir uns verändern. Das finde ich auch so wertvoll, dass zum Beispiel jetzt mein pubertierender Sohn feststellt, ah, guck mal, Mami hat da was verändert und ich mich mit ihm auch darüber austauschen kann und ihm auch sagen kann, wie ich es eigentlich gerne machen würde und dass ich da noch auf dem Weg bin. Ich will gar nicht sagen, dass ich es noch nicht schaffe, sondern dass ich auf dem Weg bin, weil es einfach Situationen gibt, die uns so stark triggern. Mein Gott, ich bin halt nicht Buddha. Ja, voll. Stimmt. Was, jetzt hatte ich noch eine coole Frage, weil ich hatte vorher so ein bisschen, wenn ich jetzt nicht unterscheiden kann, weil ich hatte das vorher so als Dinge so ein bisschen nebeneinander aufgestellt, was ich tatsächlich ein bisschen ganz interessant finde, die kleinen Grenzen und die großen. Also wenn wir jetzt mal sagen, okay, das sind so Grenzen im Alltag, auch vielleicht Dinge, die, wo ich sagen kann, komm da rein oder da raus, oder wo ich sagen kann, oh, ich habe das schon im Griff, Herr Nachbar, oder sowas. Ne? Also diese kleinen Grenzen und die großen Grenzen. Ich habe das Gefühl, also, oder mir begegnen immer wieder Menschen auch interessanterweise, die das gar nicht richtig voneinander unterscheiden können. Wann ist eigentlich so eine große Grenze erreicht? Was sagst du denn dazu? Also wann merke ich beispielsweise als Mensch,
Weil das ist nämlich auch eine Frage, die mir immer wieder kommt in den DMs zum Beispiel. Ja, wann weiß ich, dass ich eigentlich Abstand von jemandem brauche oder mich wirklich zu schützen von zu gehen, eine Beziehung zu beenden, whatever. Und wir reden jetzt natürlich nicht, und das will ich vorwegnehmen, nicht von beispielsweise Gewalt. Ja, klar. Also das ist uns hoffentlich an dieser Stelle nochmal gesagt, klar, dass wenn es zu Missbrauch oder Gewalt in Beziehungen kommt, dass das definitiv nicht geht. Aber ich meine jetzt so in einem relativ normalen zwischenmenschlichen Umgang. Es wurde ja dann auch so ein bisschen dieser Hype jetzt gerade ist so ein bisschen so, ja, toxische Beziehung, toxische Leute, irgendwie Narzissten wird überall durch die Gegend geworfen, dieser Begriff. Ich halte davon persönlich ja gar nichts. Das habe ich auch mal klar gemacht in einem Post, dass ich nicht der Meinung bin, dass es toxische Menschen gibt. Giftig, manche sind giftig und manche sind. Das ist ja absoluter Humbug, weil wir ja davon ausgehen, dass alle Menschen die Empathie in sich tragen. Die sind vielleicht sehr, sehr verzweifelt und haben Verhaltensweisen, die wenig gesellschaftskonform sind und eher zerstörerisch vielleicht sind für andere und auch für sich selber. Nur ich mag diese Begriffe auch überhaupt nicht. Jeder Ecke und End, an allen Ecken und Enden. Und deswegen kommen so viele Fragen von den Gegnern, auch viele, die sagen so, Moment mal, ab welchem Punkt weiß ich denn zum Beispiel, wann kann ich das für mich unterscheiden? Wie kann ich es für mich unterscheiden lernen? Ja, die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, als ich dir zugehört habe, ich glaube, ich habe für mich noch nie zwischen kleinen und großen Grenzen differenziert, weil für mich eine Grenze ist. Und das ist mir dann wurscht, ob die für mich klein oder groß ist. Es ist die Frage, wie ich dann am Ende damit umgehe, vielleicht, ne? Ob ich nur das auch kann sehr unterschiedlich sein. Ich glaube, für mich gefühlt sind Grenzen größer oder mehr überschritten, je mehr es bei mir irgendwo eine Verletzung gab, also eine Erfahrung und was mich sehr triggert. Ja, das kann für dich jetzt zum Beispiel, wo du sagst, naja, bei der Situation, bei sowas bleibe ich ja total pießig irgendwie, mein Gott, sollen die doch. Ja, und ich gehe da ab wie Schmitzkatze und flippe völlig aus. Ja, das wäre für mich dann vielleicht eher in deinem Blickwinkel, also für dich eine große, also bei der Kati, du, das ist aber da, ne, da ist aber groß, was im Busch, hör mal, du, ja. Und andersrum kann das auch sein, deswegen mag ich das, glaube ich, gar nicht so differenzieren. Ich finde viel wichtiger, worauf du auch dann hinaus möchtest und was auch die Frage ist, wo kann ich das spüren? Und dann sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Leute, das spürt ihr, beobachtet euch, beobachtet, wie es euch geht und beobachtet, wie ihr euch verändert. Also beobachte, wie du dich in diesem Kontext veränderst und dich eigentlich gar nicht mehr wiedererkennst, dich nicht wohlfühlst, selber Sachen machst, die du gar nicht machen möchtest, dann ist definitiv Alarmglocke hoch 10. Und dann ist, wie gesagt, dieser andere Mensch, so dieses Beispiel, was du jetzt gerade so angedeutet hast in der Partnerschaft, ja, dieser andere Mensch ist nicht schuld daran. Es ist deine Aufgabe, deine Grenzen zu wahren. Und du brauchst natürlich einen unglaublichen Selbstwert, um den Mut zu haben, zu sagen, und jetzt ist Schluss und ich gehe. Und nicht zu sagen, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann gehe ich. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und sagen, ich gehe. Und immer, jedes Mal, wenn du sagst, ich gehe, ist immer noch die Chance, wir wissen nicht, wie unser Leben sich verändert. Vielleicht begegnen wir uns auch wieder. Nur jetzt entscheide ich für mich und die entscheide ich nicht, weil du das gemacht hast oder wenn du nicht, dann. Ich entscheide die nicht als Opfer, sondern ich entscheide die als selbstbewusster Mensch. Und das ist etwas, Leute, das können wir nicht von heute auf morgen. Nur was wir anfangen können zu lernen, ist, uns selber wahrzunehmen und spüren zu dürfen. Und wenn ich merke, ich fühle mich unwohl, was ist los? Was kann ich tun? Und dann gehst du mit einem 3 Monate alten Säugling, gehst du, so wie ich es gemacht habe. Ja. Und das war mit die beste Entscheidung unter anderem meines Lebens. So, und du kannst auch dein Umfeld fragen, ne? Also das war ja, ist ja auch, da gibt es ja Feedback. Ist die Frage nur, möchte ich das hören? Da gibt es viele Menschen, die sich Sorgen machen, wenn es dir so schlecht geht, ne? Wenn viele Grenzen überschritten werden. Ja, und bei diesem Schritt, zu sagen, ich gehe, da kann dir eigentlich niemand bei helfen. Dir können ganz viele Strategien helfen, auch Menschen helfen, in diesen Selbstwert zu kommen und den auch zu stärken. Ich mache so ganz kleine Strategien diese Woche in meiner Themenwoche. Heute hatte ich dieses Zauberglas-Momente, also dass du mal 3 Monate lang jeden Tag aufschreibst, ich bin stolz, wie ich XY heute gemacht habe, ich bin stolz für das und das.
Und das 3 Monate später in deinem Handy zu notieren, guck heute in dein Zauberglas-Moment und dann liest du 3 Monate täglich quasi deine Stolzmomente. Das kann unglaublich deinen Selbstwert fördern. Mann, ne? Nur dieses Stolz trauen sich ja ganz viele gar nicht. Wie, das ist ein Gefühl. Ah, Mann, Leute, das ist ein Gefühl. Ja, das dürfen wir fühlen. Und das brauchen wir auch, um unseren Selbstwert zu steigern. Wo holen wir denn sonst her? Wenn ich mich nicht geil finde, wer findet mich dann geil? Also, ist das so? Ja. Ja, also ich würde nicht zwischen klein und groß differenzieren wollen. Ich würde eher sagen, komm, geh ins Spüren und dann entscheidest du. Und eine Grenze überschritten ist eine Grenze überschritten. Und ob du dann entscheidest, hier rein, da wieder raus, oder ob du entscheidest, ich gehe da mal in den Versuch, in den Austausch zu gehen, oder du sagst, ich hau ab. Das sind mögliche Strategien, die entscheidest du entsprechend der Situation, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ist spannend. So ein großes Thema, ne? Es ist ein Riesenthema. Ja. Du, dann passt das ja wunderbar, dass morgen dieses Buch rauskommt, Mira. Ja. Ja. Haben wir uns quasi universell abgesprochen. Ja. Bin auch ganz gespannt, wie es so gefallen wird. Ja. Es wird abgehen durch die Decke, das wünsche ich dir von Herzen. Wir sprechen uns ja in 2 Wochen wieder. Da geht es dann um den Selbstwert bei Kindern, ihn zu stärken. Eins möchte ich gerne noch sagen und vielleicht möchtest du abschließend auch noch was sagen. Laura und ich sprechen im Podcast über Selbstliebe und Selbstwert. Selbstliebe, haben wir entschieden, ist eigentlich das Ober- oder Selbstfürsorge ist wie so ein Oberbedürfnis und dann gibt es so Unterbedürfnisse. Selbstliebe ist eigentlich eher die weibliche Seite und Selbstwert ist der männliche Teil. Und das Spannende ist ja, da dieses Gleichgewicht zu schaffen. Also wie schaffe ich diese männliche Energie in uns zu erwecken, die wir alle in uns haben und gleichzeitig in der Selbstliebe zu bleiben. Also das braucht ja im Grunde genommen diesen hier. Das ist spannend. Das ist grundsätzlich ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, da könnte ich bücherweise, weißt du, mit diesem männlichen und was weiß ich. Ich finde das ultra spannend. Im Einzelnen, gleichzeitig im Kollektiv, was das macht, was es in Beziehungen macht, wo wir gerade gefühlt auf dem Weg sind als Gesellschaft. Super spannend. Super. Jetzt fragt hier gerade jemand, warum ist das gegendert? Ich weiß jetzt nicht, was meinst du, das weiblich-männlich? Ja, das ist gar nicht, ich kann es erklären, das ist gar nicht den Geschlechtern zugeordnet, sondern das ist einfach eine Begrifflichkeit, die ich ehrlich gesagt auch nicht so geil finde. Ich habe da jetzt gerade ein Buch, das ich lese, von Veit Lindau, das heißt Genesis. Und er gendert es nicht, er gendert es nur am Anfang und dann nennt er es um in Eros als die Triebkraft, das Feuer, das Mann, ja, das, was wir jetzt als männlich betitelt haben, Logos. Oder andersrum, nee, Eros war das Weibliche und Logos war Logos war dann die männlichen Aspekte. Finde ich super spannend. Aber spannend, dass ihr das so sozusagen aufgeteilt habt auf die definitiv was dran. Auch das mache ich ja ganz gerne mal. Ne? Ich finde immer, es gibt so für so ein paar Bereiche gibt es einfach ein Oberbedürfnis und zu dem Bedürfnis gehören dann einfach noch eine Menge anderer, die eben auch alle berücksichtigt werden möchten. Und das ist halt in der bedürfnisorientierten Welt, haben wir halt zu tun. Ne? Nur ich denke, das ist auf jeden Fall friedvoller und empathischer, als wenn alle sagen, außer mir hat niemand Bedürfnisse und ich im Übrigen ja auch nicht, weil ich muss ja auch allen recht machen. Da sehen wir ja, wo das hinführt, denke ich. Ja. Mira, möchtest du abschließend noch etwas ergänzend dazugeben oder noch was loswerden, bevor wir uns in 2 Wochen widersprechen? Ich möchte gerne nur einen Appell an die vielen Menschen, die noch immer dabei sind. Ja. Dass ich total an euch glaube, dass ihr Grenzen setzen könnt und spüren könnt und dass wir auch auf diesem crazy ride in den Prozessen einfach nicht alleine sind. Und ich glaube auch, dass das einen Effekt hat, wenn wir das tun.
so, dass wir auch insgesamt in unserer Gruppe einfach von Menschen auf diesem Erdball inspiriert werden voneinander. Also ich bin fest davon überzeugt. Und wenn ihr nächstes Mal eine Grenze setzen wollt und den Flattermann kriegt beispielsweise und denkt, oh Gott, ich ecke an, dann biete ich euch gerne an, einfach an mich zu denken, wie ich auch mit Flattermann am Telefon sitze und versuche, irgendein Business-Heini jetzt irgendwie meine Grenze zu setzen. Let's do it einfach. Das ist so, so, so wichtig. Stückchen für Stückchen, so Step by Step, sich daran zu wagen an dieses Thema. Das ist mir einfach ein Anliegen, weil es ist für euch wichtig, um ein glücklicheres Leben zu führen, um wieder mehr Freude auch am Leben zu haben. Und es ist für eure Kinder wichtig, falls ihr welche habt, weil die das einfach eins zu eins spüren, wie ihr mit euren Grenzen umgeht. Und deswegen war es einfach nochmal mein Wunsch und Appell, loszuwerden und auch ein Ich glaube an euch, dass ihr das schafft. Den möchte ich gerne unterzeichnen, den Appell. Ich bin dabei. Lasst uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Das ist meine Vision. Und je mehr wir werden, desto mehr können wir erreichen, Leute. Und ob es jetzt Mira am Telefon ist, die da flatternd sind, oder Kathi beim Elterngespräch, die irgendwie versucht, da Leben wieder rauszukommen. Leute, wir schaffen das gemeinsam. Denken wir aneinander. Und Grenzen setzen muss sich nicht gut anfühlen. Es darf auch unangenehm sein. Es darf sein. Und irgendwann wird es sich immer besser anfühlen. Gut wäre vielleicht übertrieben, oder? Sind wir mal realistisch. Komm. Aber ich habe da nicht, also ich glaube daran, dass das geht. Doch, das glaube ich auch auf jeden Fall. Nur ich glaube, das ist... Ich glaube, dass das geht. Ich glaube, es ist, kommt, es ist wirklich learning by doing. Und es ist, je leichter dieser Rucksack wird, den wir dann so mit in die Grenze, über die Grenze mitnehmen wollen oder bis zur Grenze hin und wieder zurück oder so, desto easier wird es. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das einfach tun, irgendwann wird es so ein Nein, danke. Nee, danke, brauch nicht. Ciao. Ja, genau. Komm rein. So weiter irgendwie Cocktails sippen am Strand, weißt du? Ja, danke. Das war's. Hau rein, ne? Tschüss, ja. Nee, brauche ich nicht. Danke, ja. Verschwendest du gar nicht mehr, brauchst du gar nicht mehr so viel Energie. Irgendwann ist... Ey, das nehme ich jetzt mit. Ja. Mira, das nehme ich jetzt mit, das Bild. Ich werde morgen, wird es ja wieder eine Situation geben in der Grenze, werde ich einfach das Bild haben und sagen, jo, da, danke, brauche ich nicht. Cool. Also Mira, wir sehen uns in 2 Wochen wieder zum Thema Selbstwert der Kinder stärken. Da werden wir uns auch wieder austauschen. Ich freue mich sehr drauf. Für dich morgen ganz viel Erfolg, Freude vor allen Dingen. Und ich bin mir sicher, die Leute rennen dir die Bude ein und das zu Recht. Vielen Dank. Ich feiere mit morgen. Hat mich sehr gefreut. Mach's gut. Bis nächste Woche, Mira. Übernächste Woche. Ja, übernächste. Tschüss. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt den Austausch zwischen Mira und mir genossen. Ich denke, es war für viele was dabei. Grenzen erkennen und setzen ist ein großes Thema. Lasst uns anfangen. Mira, vielen Dank nochmal für deine Worte. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder mit Mira zum Thema Selbstwert der Kinder stärken. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich für meinen Teil werde jetzt mal gucken, wie ich die Erfahrung von heute für mich verarbeite und meine Grenzen weiterhin wahre. Ne? Dafür bin ich ja verantwortlich, hatten wir so gesagt. Tschüss, auch Steffi. Steffi schreibt, ich liebe mein Leben. Dank dir, Kathi, bin ich in Verbindung. Muah. Steffi, du Herzensmensch. Macht es gut. Ich lege auf. Da lege ich auf. Ja, das war's. Ich hoffe, du konntest viele Impulse für dich mitnehmen. Schreib sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und falls du noch tiefer in die GFK mit Kathi eintauchen möchtest, dann lege ich dir eines meiner 2 Gratis-Produkte ans Herz. Einmal das Gratis-E-Book, gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache, Bedürfnisse so umformuliert, dass dein Kind dich besser versteht. Oder und das Gratis-Workbook, wertschätzende Kommunikation mit deinem Kind, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst, findest du beides auf kw-herzenssache.de unter Gratis. Und denk daran, mit deinem Like, mit deinem Kommentar, mit deinem Abonnement kannst du mich am effektivsten in meiner Wirksamkeit unterstützen. Ich sage danke dafür. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Und du kannst gerne auf die Glocke klicken und dann bist du hier immer auf dem neuesten Stand bei YouTube. Ich freue mich auf dich.